Zum letzten Punktspiel der Saison 2022-23 trafen die Handballer des ESV 94 in Elsterwerda in der Elbe Elsterhalle auf den SV Herzberg. Da man im Hinspiel unterlegen war, war die Spannung groß, ging es am Ende doch um nichts Geringeres als den Vizemeistertitel, sprich den zweiten Tabellenplatz. Durch die hohe Motivation und gute Angriffs- und Abwehrleistungen führte man nach 12 Spielminuten bereits mit 8:4. Auch durch schnelles Konterspiel konnte der Ball immer wieder den Weg ins gegnerische Tor finden. Aber auch die Herzberger Gäste kamen langsam ins Spiel und erzielten immer wieder Tore, sodass es zur Halbzeit 15:15 unentschieden stand. Auch im weiteren Verlauf blieb es weiter spannend. Keine der beiden Mannschaften konnte sich nennenswert absetzen. Bis fast zum Ende sahen die Zuschauer eine spannende und sehr ausgeglichene Partie. Dennoch hatten am Ende die ESVler die Nase vorn. Unter großem Jubel der Zuschauer endete das letzte Punktspiel der Saison mit einem 29:26 Sieg für die Elsterwerda, womit der Vizemeistertitel in der Landesliga Süd endgültig errungen war. Beim letzten Handspiel der Handballfrauen des ESV 94 trafen selbige auf den SV Chemie Guben. Trotz eines durchaus ausgeglichenen Spieles kam man bereits in der ersten Hälfte in einen leichten Rückstand, welcher im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Am Ende trennte man sich mit einem Endergebnis von 19:26. Für die Trainerin der ESV-Frauen Sandra Doms war es das letzte Spiel als Trainerin. Über viele Jahre hat sie den Frauenhandball in Elsterwerda mitgeprägt. Die Frauenmannschaft bedankt sich entsprechend und wünscht für die Zukunft alles Gute.